Moin Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr wahrscheinlich schon in der Überschrift gelesen habt und auch hier seht, möchte ich heute mal ein Korknest mit euch bauen. Und genau, dazu gibt es verschiedene Varianten an Kork, die man benutzen kann. Zum Beispiel könnt ihr euch aus dem Baumarkt hier solche Platten holen. Oder ihr holt euch aus dem Baumarkt diese Schleifklötze. Genau, alles aus Kork. Und das lässt sich super einfach bearbeiten. Ich habe mir mal vor einiger Zeit so ein kleines Korknest gebaut. Jawohl, da ist es. Genau, das hatte ich damals mit Silikon hier in diese kleine Mini-Arena reingeklebt. Und von der anderen Seite hatte ich da auch nochmal eine Plexiglasscheibe draufgeklebt. Damit das Ganze einfach ein bisschen formstabiler wird. Wie ihr hier seht, hatte ich, das war dieses Material, zwei Stück einfach übereinander geklebt von diesen Korkplatten. Genau, das funktioniert wunderbar. Ja, also so kann eine kleine Mini-Arena mit Nest aussehen, mit einem Korknest. Und ja, es lässt sich eigentlich auch ganz gut bewässern. Der Kork und ja, einfach ein bisschen Wasser drauf träufeln, das geht. Gut, so viel dazu. Ich werde jetzt, also diese Platten hier, ich kann ja mal kurz zeigen, dass man diese Platten hier wunderbar einfach nur mit dem Cuttermesser zuschneiden kann. Ich könnte mir jetzt also hier Kammern ausschneiden. Ich mache jetzt mal nur eine und könnte die dann auf die andere Korkplatte kleben und hätte dann schon ein Nest. Ich müsste das nach außen rum ausschneiden, ein paar Kammern mehr, ein paar Gänge. Genau. Könnte dann dieses Korknest entweder so verwenden, eine Plexiglasscheibe drüber kleben und Schlauchanschluss reinmachen oder die in eine Arena reinkleben, eine Dose oder wie auch immer. Ja, so einfach geht das mit Kork. Gut. Nach einem kurzen Cut geht's weiter und dann werde ich mit euch hier so ein Schleifklotz aus Kork zu einem Nest umfunktionieren. Gut, dann machen wir das. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir den Kork bearbeiten oder das Kork. Und zwar könnt ihr das hier gut sehen, das habe ich gerade schon gemacht. Die längliche Kammer hier oben habe ich mit dem Cuttermesser eingeschnitten und hier habe ich mit dem Bohrer reingebohrt. Wie ihr seht, das knöst unheimlich aus. Gerade hier jetzt der Schleifklotz, der ist aus sehr grobem Kork. Und genau, deswegen knöst er jetzt hier so aus. Na gut, ich kann euch das nochmal kurz zeigen an einem neuen. Ich werde da jetzt also einfach mit dem Cuttermesser reinschneiden. Hol mir was zum Ausknösen dazu. Genau. Wie immer könnt ihr euch die Kammern gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt das anzeichnen vorher, euch Gedanken machen, wie ihr das am schönsten findet. Ich will euch das Ganze jetzt nur mal schnell zeigen. Genau, dann hatte jemand im Forum auch gefragt, ob ich nicht mal ein Video machen könnte über ein Korknest, also ein Korknest basteln. Und genau, deswegen mache ich das jetzt, um diesem Wunsch nachzukommen. Genau. Gut. Ja, und schon habe ich ein Korknest mit drei Kammern. So schnell geht das mit dem Kork. Der ist echt super einfach zu bearbeiten. Was natürlich der Nachteil ist, der ist jetzt für euch einfach zu bearbeiten, aber
Für die Ameisen ganz genauso leicht. Die werden da dann rumbeißen und sich wahrscheinlich ihre eigenen Gänge dann bauen, wenn die Kolonie ein bisschen größer ist. Genau. Deswegen sollte man vielleicht auch solche Korknester immer außenrum mit Plexiglas umhüllen oder in eine Arena stellen, wo die Ameisen dann nicht ausbrechen können. Gut. Ich werde die ganzen, kann man jetzt eben noch verbinden hier. Wie gesagt, das ist jetzt hier, dieser Schleifklotz ist aus sehr grobem Kork. Von daher knöst es leider sehr aus. Wenn ihr euch diese Korkplatten holt, die finde ich persönlich ein bisschen schicker. Denn wie ihr gesehen habt vorhin beim Schneiden, das lässt sich ein bisschen besser bearbeiten, so in dieser Dicke. Ja, gut. Gut, das wäre jetzt halt so. Das Korknest müssten jetzt noch einen Eingang schaffen. Kann man sich jetzt überlegen, mache ich den auch sichtbar, den Eingang, oder bohre ich mit einem Bohrer hier ein Loch rein? Das kann ja wieder jeder machen, wie er möchte. Ja, ich mache das jetzt eben mit dem Cuttermesser. Jawohl, schon habe ich den Eingang. Gut. Ja, was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Oder nur noch für das Nest? Fehlt uns eigentlich nur noch eine Abdeckung. Und da habe ich hier schon wieder eine Plexiglasscheibe für zugeschnitten. Genau. Die könnte ich jetzt drauflegen. Und genau. Ich würde die jetzt festkleben. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, um noch einen kleinen Tipp zu nennen, habe ich jetzt leider nichts hier. Ihr könntet auch so ein Haushaltsgummi nehmen und einfach drum wickeln. Zwei Stück. Und das hält auch bombig. Genau. Ich werde das jetzt eben kleben mit Silikon. Ich finde, da reichen auch ein paar Punkte, da muss man es nicht unbedingt übertreiben. Und schon ist das Korknest fertig. Eigentlich so die einfachste Variante an Nest, die man auf die Schnelle bauen kann. Könnt euch natürlich große Korkplatten holen im Baumarkt oder ihr bestellt euch die im Internet. Und könnt ihr daraus natürlich auch große Nester bauen. Spricht überhaupt nichts dagegen. Die Gefahr beim Kork ist halt immer, also wenn ihr den jetzt so verwendet mit einer Scheibe drauf, passiert da so schnell nichts. Wenn ihr jetzt sagt, gut, ich möchte ein großes Nest aus Kork bauen und das auch komplett umschließen mit Plexiglas oder richtigem Glas, dann, wenn das Nest dann richtig umschlossen ist, kann natürlich auch die Feuchtigkeit nicht mehr weg. Der Korkklotz jetzt hier in dem Fall könnte dann nicht mehr atmen und würde dann relativ schnell anfangen zu schimmeln. Wenn ihr die aber so benutzt, kann die Feuchtigkeit immer wieder weg und diese Nester schimmeln nicht so schnell. Kork als auch Holznester schimmeln irgendwann immer. Wenn ihr jetzt ein großes Korknest habt und eine Kolonie wohnt da seit 2 Jahren drin, eine große Kolonie, die auch viel Feuchtigkeit eintragen, wird das Nest irgendwann schimmeln. Ist einfach so. Deswegen bin ich auch eigentlich kein großer Fan von Kork oder Holz. Aber gut, für eine kleine Kolonie, für den Anfang, würde das auf jeden Fall locker reichen. Gut, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt alles erzählt. Vielleicht mache ich demnächst auch nochmal ein Holznest. Mal schauen. Vielleicht sagt er ja, habe ich Bock drauf. Zeig mal, wie du das machst. Dann zeige ich euch das. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage einfach mal bis zum nächsten Video.